Hallo, ich bin der Kai von Autoscout24 und diese Schönheit hier ist ein Renault Arkana. "2008, vor einer gefühlten Ewigkeit, hat BMW mit dem X6 ein komplett neues Designkonzept vorgestellt. Das viertürige Coupé für Menschen, die eigentlich ein SUV kaufen wollen. Anscheinend haben die Franzosen etwas länger gebraucht, um sich mit diesem Konzept anzufreunden. Nun ist er aber da. Der Arkana, nach dem lateinischen Begriff Arcanum. Das Geheimnis." Interessant ist ja, dass der Arkana ein richtiger Weltbürger ist. Gebaut wird er nämlich bei dem Partner von Renault, bei Samsung in Südkorea. Die Motoren wiederum kommen aus Japan, von Nissan, sind von der HR-Baureihe und werden in diversen Autos verbaut. Unter anderem bei Lada, die sitzen hier in Tolny, bei Dacia hier in Rumänien und bei Mercedes-Benz in Stuttgart. Also da sitzt die Firma. Ja, und der Mutterkonzern selber natürlich sitzt in Frankreich. Was übrigens ganz interessant ist, Renault ist eine der wenigen größeren Firmen, die keine Autos in China verkaufen und keine Autos mehr in den USA. Übrigens ist das sehr gut, dass der Arkana bei Samsung gebaut wird, weil die Koreaner haben nämlich eine sehr hohe Arbeitsethik. Das heißt, die Qualität in dem Auto, das kann ich jetzt schon sagen, ist sehr gut. So, die Farbe heißt übrigens Desire, Desire Red. Desire heißt ja bekanntermaßen im Französischen Begierde und das passt ziemlich gut. So, was haben wir unter der Haube? Ein 145 PS starken Hybrid. E-Tech Hybrid heißt das bei Renault. Dann gibt es noch einen 140 oder 160 PS starken Mild-Hybrid. Hier ist eine spezielle Art des Getriebes verbaut, in der Kombination mit dem Motor und dem E-Motor, dazu später mehr. Was es nicht mehr geben wird, eine handgerissene Variante, und was es auch nicht geben wird, ist ein reiner Stromer, also bis jetzt, und ein Diesel. Also immer Benzin und immer Hybridform in irgendeiner Variante. Typisch Renault, schlüsselloser Zugang. Aber kommen wir zur Dachlinie. Die fällt nach hinten stark ab und ist praktisch nicht praktisch. Also praktisch komplett unpraktisch. Kommen wir zum Kofferraum. Und zwar hat der ein Volumen von 480 Liter. Umgelegt 1263 Liter. Nun ist es ja so, bei Design ist immer ganz wichtig, dass man reduziert, dass es wirkt. Hier ist richtig reduziert worden. Hier sind nämlich keine Haken drin, keine Ösen und auch kein Netz. Und auch hier drunter ist keine Ablage. Hier ist nur das fünfte Rad im Wagen sozusagen. Ja, womit wir einfach wären bei einer Sache, die wir schon hier bei der Seite festgestellt haben, unpraktisch. Weil ich kann hier drinnen nichts fixieren. Obwohl das Kofferraumvolumen eigentlich für die Karosserieform richtig groß ist. Aber sobald die Klappe wieder zu ist, kommt natürlich die Schokoladenseite des Arkana wieder zum Vorschein. Halt dieses wirklich schöne, dominante Heck. Das liegt in erster Linie daran, dass das Verhältnis Glas zu Metallfläche sehr verschoben ist. Wir haben also hier richtig viel Fläche und oben diese kleine Coupé-Scheibe. Naja, und der RS-Brützel hier drauf tut natürlich sein Übriges. Also das sieht wirklich top aus. Kai, sind die Auspuffrohre eigentlich echt? Nee, natürlich nicht. Aber hier kannst du, guck mal, das sind Griffstücke. Powerlifting machen mit dem Auto. So, jetzt aber zu diesem wirklich wunderschönen Innenraum. Also das ist wirklich sehr gefällig und von der Bedienbarkeit einfach super gelöst, weil hier ist dieses Zusammenspiel zwischen Touchdisplay und Tasten einwandfrei. Aber gehen wir mal nacheinander durch. Einmal haben wir das wunderschöne Lenkrad, unten übrigens mit dem RS-Emblem von Renault Sport drinne, womit wir auch mal geklärt haben, wofür RS bei Renault steht. Eben nicht für Rallye-Sport, sondern für Renault Sport. Und in einer Sache ist Renault sich richtig treu geblieben oder überhaupt bei den Franzosen, weil in der festen Überzeugung, dass die mit ihren Standardautos überall hinkommen, bauen sie keine Offroader. Es gibt keine SUVs aus französischer Produktion. Nehmen wir den Kadjar, der ist natürlich von Nissan, und auch der Koleos, der ist auch von Nissan. Den haben die nicht selber entwickelt, den holen die von ihren Partnern aus Japan. Ja, und so gibt es einfach überhaupt keinen Offroader von denen. Keine G-Klasse, kein Defender, irgendwas Vergleichbares. Und was heißt das für unseren Arkana hier? Den gibt es natürlich nur mit Frontantrieb und nicht mit Allrad. Und auch kein Übersetzungsgetriebe oder irgendwas. No ma'am, keine Chance. Wir haben hier eine Tastenleiste, die sich hier weiterzieht, komme ich gleich zu. Wie gesagt, das Lenkrad. Einige Bedienungen hier drüber und hier hinter, ganz typisch und auch für viele Renault-Fahrer ganz wichtig, die Radiobedienung. Du musst also nicht hier am Lenkrad irgendwas tippen, sondern hast hier hinten laut, leise, kannst die Sender verstellen oder die Quelle ändern. Einwandfrei. Sehr schön gezeichnetes Display,
In diesem Fall in der Mitte TFT, an der Seite klassische Anzeigen. Wir haben einen Hybrid. Also auf der anderen Seite, wie weit ist deine Batterie geladen? Auf der anderen Seite, was hast du noch im Tank? Dann hier Line Hold, ne, dass er halt nicht nach links und rechts abbiegt. Lenkradheizung, sehr cool. Sitzheizung über diese beiden Tasten belegt. Daneben rein elektrisches Fahren. Das ist mit diesem Hybrid möglich. Und zwar bis zu 55 km/h und wenn genug Saft in der Batterie ist. Also es geht nicht immer. Also morgens mal schnell zum Bäcker fahren und Brötchen holen, das ist nicht so schnell möglich, weil er muss erst auf Betriebstemperatur kommen. Aber das ist ein bisschen undurchsichtig, wann das genau funktioniert. Oder ich habe es bis jetzt noch nicht verstanden. Naja, dann diesen wunderschönen Wählhebel, wo du einmal Drive hast und einmal B. Zu B komme ich später beim Fahren, weil es ist nämlich ultra cool in diesem Auto. Davor induktives Laden. Hier hinten eine Ablage für den Keyless Go Zugang, der übrigens super funktioniert bei Renault, dich aber manchmal in den Wahnsinn treibt. Weil sobald du einen halben Meter weg bist vom Auto, macht er zu, gehst wieder ran, geht er wieder auf. Also da kannst du herrliche Spielchen treiben. Aber hier gibt es eine Ablage und du musst natürlich keinen Schlüssel aus der Tasche holen oder irgendwas drücken, wenn du in deinen Arcana entern willst. Da drüber oder da drunter, je nachdem, und zum Display kommen wir gleich, weil das ist nochmal eine extra Erwähnung wert, sitzt die Klimaanlage, auch die super einfach zu bedienen, sehr wertig in der Haptik, auch so von der Bedienung einwandfrei. Und du hast hier drin halt, wie gesagt, nur Anzeigen, die ja die Temperatur anzeigen und wo du gerade hinwedelst etc. Klimaanlage ist natürlich auch mit an Bord. Die Sitze sind sehr bequem, außer, das muss ich wieder sagen, als Teutone, ich bin ja ein bisschen größer, mir fehlt hier eine Beinauflage zum Rausziehen. Haben sie leider nicht, aber so einwandfrei. Ja, und auch so, hier diese Carbonoptik, die rote Leiste, hier wie die Nähte gearbeitet sind, hier unten rot-weiß und immer ganz cool, wo hat man sowas? Hatten wir das letzte Mal im M4 BMW, glaube ich, Stefan, oder? Wo das farbig war. Das finde ich sehr schön. Also so einwandfrei. Und das hier finde ich besonders beeindruckend. Ganz ehrlich, die Kollegen vom VW gucken ja immer so, oder besonders ihr Chef, immer Tesla, Tesla. Hey, guckt euch das mal an hier. Das ist super easy zu bedienen. Hier ist alles mit drauf. Du hast die Kacheln, du musst nicht irgendwie groß swipen, um irgendwo hinzukommen. Das lässt sich alles super bedienen. Sprich gut an, ist klar gezeichnet. Das gibt nicht die Mega-Rätsel auf, das unten noch laut leise, wenn das nicht reicht. Du hast immer den Home-Button, Sitzheizung, Lenkradheizung, gerade was ich gesagt habe, zum Beispiel, was im ID3 total nervt, dass du immer ins Untermenü musst. Hey, hier hast du einfach deine Tasten dafür, alles andere machst du hier rüber. Und das funktioniert super. Also das ganze Konzept dahinter und die Zeichnung, so viel wie nötig, so wenig wie möglich. Also einwandfrei und auch gut im Sichtfeld. Also schön hoch. So macht man das. So, dann wie immer Kai hinter Kai. Also je nach hier vorne, ja, knapp. Nach oben ist auch genug Platz. Das wiederum passt. Mittelarmlehne, zwei Getränkehalter, zwei USB-C-Anschlüsse und noch eine ganz klassische Stromquelle. Und natürlich hier ein Fensterheber auch hinten, was ich sehr cool finde. Übrigens auch hier die ganzen Nähte. Also ich zähle hier 1, 2, 3, 4, 5, 6. Naht-Overload. Naja, Haute Couture kommt ja auch aus Frankreich, da wird viel genäht. Ja, so. Und jetzt fahren wir eine Runde. Wettbewerber vom Arcana sind ja der Q3 von Audi und der Formentor von Cupra zum Beispiel. Beide gibt es natürlich in Varianten mit richtig Zunder. Nicht so den Arcana. Nein. Der Arcana ist eher so wie diese Wochenendrennfahrer, kennt ihr vielleicht. Scheiß teures Carbonbike, die ganzen Klamotten, die man braucht, um Radrennen zu fahren. Aber der Tour de France auf keinen Fall. So ähnlich ist der Arcana. Also ein eher gemütliches Auto. Französisch gemütlich. Renault schreibt auf seiner Seite, dass die Technik im Arcana von ihrem Formel 1 Rennstall Alpine Formel 1 ja, inspiriert wurde. Also so schnell wie ein Formel 1 Wagen ist er jetzt nicht, aber die haben natürlich in der Formel 1 das Care-System, also die elektrische Unterstützung des Verbrenners, wenn es mal besonders schnell gehen soll. Und das haben sie ja auch. Also nicht das ganz schnelle, aber das fast unmerklich unterstützen, weil das ist wirklich beeindruckend. Also das Zusammenspiel von dem E-Antrieb und dem Verbrenner funktioniert absolut unmerklich. Also man merkt es nur, wenn es leicht anfängt zu brummen, jetzt zum Beispiel,
dass der Verbrenner wieder mit im Spiel ist. Und teilweise fährst du fast unbemerkt rein elektrisch. Mal es hier noch eine Funktion gibt, die man eigentlich eher nur aus E-Autos kennt, und zwar, dass der Betrieb in B, also Battery, statt D, B. Hier passiert eins, das Auto richtig Energie zurückgewinnt, wenn du vom Gas gibst. Also du kannst hier mit ein bisschen geübter Fahrweise, und ich krieg's so nach einem halben Tag schon hin, One-Pedal-Drive machen. Was ich auch lieben würde, wenn ihr unsere Videos liked und abonniert, weil das will uns natürlich helfen und ihr seid immer informiert, wenn es von uns was Neues gibt. So, und weiter geht's. Insgesamt würde ich den Arkana als sehr rundes Auto bezeichnen. Obwohl er so ein bisschen extravagante Außenform hat, hast du hier drinnen im Positiven keine negativen Überraschungen. Das Fahrwerk ist nicht zu straff, aber auch nicht zu weich. Guter Kompromiss. Die Bremse ist gut zu dosieren, wenn man sie denn mal braucht. Wie gesagt, im B-Modus kannst du hier fast komplett ohne Bremse fahren. Verarbeitung ist top, Übersicht ist sehr gut, außer nach hinten. Aber wir wollen ja in die Zukunft gucken. Also nach hinten ist nichts zu sehen. Also so viel. Das Display ist ja super und hier ist eine ganz tolle Kachel drauf, nämlich Tankstellen. Die zeigt aber nicht nur an, wo die Tankstellen sind, sondern was du auch aktuell da fürs goldene Nass bezahlst. Ich denke mal, gerade diese Funktion wird in Zukunft an Bedeutung echt gewinnen. Was ist jetzt mein Fazit für den Arkana? Ein wirklich sehr schönes Auto, sehr gut verarbeitet, sehr gut zu bedienen, mit einem wirklich in die Zukunft schauenden Antrieb. Muss man wirklich sagen, das funktioniert hier alles tadellos, wirklich sehr beeindruckend. Womit wir dann wieder bei der Karosserieform wären, die ja eigentlich so ein bisschen sinnlos ist. Auch völlig untypisch für uns Deutsche, wo man sagt, wir machen mal alles sehr logisch. Ist halt kein Kombi, ist irgendwas dazwischen. Wer hat es erfunden? Deutsche, BMW mit dem X6. Danach diverse Varianten davon sind auf den Markt gekommen. Audi A7, vom Mercedes, vom BMW nochmal ein paar Ableger. Und jetzt eben auch bei Renault. Das ist irgendwie cool. Ja, das Auto ist irgendwie wie Haute Couture-Mode aus Frankreich. Sehr exklusiv, sehr hübsch, manchmal auch ein bisschen sinnlos. Das sagt man sich als Deutsch auch, ja. Aber wer war denn der Großmeister in der Haute Couture-Mode? Karl Lagerfeld, ein Deutscher. Ja, in diesem Sinne, wenn euch das Video gefallen hat, liked es, abonniert unseren Kanal und bis zum nächsten Mal. Euer Kai. Ciao.